Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von Amnesia Emma's Story. Wir sind jetzt hier in diesem Tunnelloch und das ist so unangenehm, da durchzukriechen. Und das Werkzeug, super. Jetzt können wir nämlich da etwas kombinieren und damit kriegen wir bestimmt das Schloss auf. Und letzte Worte, das ist wahrscheinlich von diesem Knochenberg da. Wir können die Kerze anzünden. Vielleicht hat er dann Freude. Aber hier komme ich definitiv nicht mehr weiter. Oh shit. Wir sind von hier gekommen, oder? Ja. Wieso? Was muss ich denn mit diesen Felsen machen? Ich nehme den jetzt mal mit. Ich muss den irgendwie aus dem Weg schaffen, das ist klar. Gut, ich glaube, ich sollte hier vielleicht gar nicht weiter. Vielleicht sollte ich hier gar nicht weiter. Ich habe ja alles. Und jetzt ist hier auf einmal alles dunkler. Da bilde ich mir das nur ein. Oh, shit. Okay. Einfach, dass einfach die Tür zugeht, das ist ja nicht schlimm im Vergleich, was wir in den letzten Folgen erlebt haben. Schnell alles zurückrennen. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht cool. Ich finde das nicht cool. Wo war das Schloss schon wieder? Moment, ich bin schon dran vorbei. Wo war dieses scheiß Schloss? Da. Endlich raus. Wow, nice. Okay, das hat nicht so viel Sinn gemacht, aber... Geile Animation. Was? Was kommt da? Oh, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin zu gut wie weg. Mach auf, mach auf, mach auf. Was ist mit dir geschehen? Oh Gott, ich bin total am Durchdrehen. Was geht hier aber? Also dieser Raum macht mich krank. Nee, ich sollte, glaube ich, weg. Oh, das sind alles... Oh, ekelhaft. Ich glaube, da würde ich auch im Real Life davon benommen werden. Treppe rauf. Was auch immer hier ist. Das Labor. Okay. Das ist ein freundlicher Raum. Ein sehr freundlicher Raum. Beziehungsweise eine Halle. Einfach, das ist einfach so übergroß. Wieso ist hier alles so groß? Das ist krank, Mann. Und ein Aufzug. Funktioniert der? Das muss ich offenbar noch reparieren. Da mache ich das wohl am besten gleich. Der Maschinenraum. Den Maschinenraum kennen ja einige schon. Wenn sie im Nisha kennen. Da gibt es fast immer einen Maschinenraum. Und muss ich hier runter? Ich glaube, ich muss hier runter. Keine Ahnung, was hier unten ist. Ich hoffe mal nichts Böses. Ja, was ist denn jetzt hier? Also ich sehe hier nichts. Außer ein Rad, aber ich wüsste nicht, was das bewirken sollte. Gut, ich gehe dann mal wieder hinauf. Ich muss mir zuerst den ganzen Maschinenraum ansehen. Okay, ich sehe hier eigentlich gar nicht viel. Ah, hier gibt es vielleicht noch was zu tun. Scheiß Fässer. Hier komme ich zurück. So, hier, was haben wir hier? Ich muss diese Dinger wohl einsammeln. Na, ganz toll. Ich verstehe hier überhaupt nicht, was das alles soll. Ich muss jetzt drei dieser Dinger finden. Die sind wahrscheinlich nicht mal hier. Nee, die sind wahrscheinlich irgendwo anders. Puh. Haben wir noch einiges zu tun in diesem Spiel. Schlüssel benötigt. Ah. Okay. Ich bin jetzt hier wieder in der Halle. Ich suche hier einfach etwas rum in den Räumen. Ob ich da irgendetwas finde, was uns weiterhilft. Lalala, interessiert mich nicht. Öl. Große Menge Öl. Super. Und ein Schlüssel. Hoffentlich ist das für den Lagerraum. Yes. Und einen ersten Stab. Super. Hm.
wieder irgendeine Notiz. Und ich glaube, in diesem Lagerraum finden wir die anderen zwei Stangen. Okay, ich glaube, hier passiert jetzt gleich der blanke Wahnsinn. Lagerräume sind immer gruselig, was? Kennen wir ja schon. In der ersten Folge war ich in einem kleineren Lagerraum. Der hier ist irgendwie 10-mal größer, glaube ich. Schlüssel oder Tür geht nicht auf. Ist immer das gleiche mit diesen Türen. Und Zunderbüchsen. Die habe ich vergessen. Was? Was ist los? Nein, die Terroristen sind zurück. Yes. SOS. Oh, shit. Komm ich hier nicht irgendwie... Au! What the fuck? Die töten mich. Die töten mich. Geht weg. Scheiße. Und ein Schlüssel. Und auf einmal sind die weg. Super viel Sinn macht das. Ich habe noch nie so viel Sinn an einem Ort gesehen. Ich will noch nur noch kurz gucken. Ne, ich habe nichts vergessen, oder? Nope. Ist vielleicht für diese Tür? Yes, super. Nein, ey. Alter, endlich. Shit. Nein, sie kommen wieder. Sie kommen wieder. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Die teleportieren sich. Ihr seid nicht Slenderman. Hört auf zu teleportieren. Kisten wegräumen und durch. Scheiße. Ich komme da nicht durch. Was soll ich denn sonst tun? What the fuck? Eine Kiste dagegen werfen? Es fehlt kein Schlüssel, sondern die geht einfach so nicht auf. Au! What the... Okay, jetzt kommt ein Monster raus. Terroristen, haltet sie auf, bitte. Macht nur einmal etwas Gutes für mich. Au! Das war nicht sehr gut. Das war nicht sehr nett. Oh shit, Alter. Was ist das für ein Ding? Ich versteck mich jetzt da. Das Öl! Oh bitte. Lass nichts kommen. Was verfolgt mich überhaupt? Alter. Oh Gott, was ist das? Scheiße. Ich bin so am Arsch. Oh mein Gott, es steht direkt da. Au, verdammte Terroristen. Was zum Teufel bist du denn? Hört auf, mich zu schlagen. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Wahrscheinlich mein Arschloch. Okay, Entschuldigung. Wisst ihr was, Leute? Wir können den Typen ja eh nicht von dort weglocken. Deswegen habe ich eine Idee. Und zwar eine ziemlich waghalsige Idee. Aber wenn das funktioniert... Oh, was? Es sind zwei? Oh, damit hätte ich jetzt nicht Willst du mich verarschen? Es ist eine Sackgasse. Ich dachte, in dem Raum ist etwas. Für was bin ich denn dorthin gegangen? Für nix. Alter, du darfst nicht aufgeben. Oh nee, wieso habe ich aufgegeben? Oh, stimmt, ich habe ja aufgegeben. Es tut mir so leid, ich hätte nicht aufgeben dürfen. Ohne Scheiß, Alter. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Okay, die Terroristen sind wieder da. Kann das sein, dass ich jetzt fertig bin hier? Ist da nichts mehr? Weil es gibt ja irgendwie nichts. Es kann schon sein, dass ich jetzt wieder weg muss. Raus aus diesem Lager. Lagerkeller. Gut, ich gehe mal wieder weg. Tschüss. Ich dachte, es könnte hier noch irgendetwas geben. Hier vielleicht. Okay, das sieht ja wieder total schön aus. Ich renne einfach mal drauf los. Ich muss diesen letzten Stab finden.
damit ich den Aufzug zum Laufen kriege. Oh, 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 was? Oh, eine Kuh. Eine Kuh. Eine Metallkuh. Wow. Okay. Text. Ist hier sonst noch irgendetwas? Eine Zunder... Oh nein, ich bin in der Kuh. Ich bin in der Kuh. Nein, lass mich raus. Nein, du gemeine... Au. Das wird zu heiß darin. Lass mich raus. Ich bin in der Kuh. Ich sterbe in einer Kuh. Oh Mann. Okay, das war offenbar so eine Art Einbildung. Oh Gott, was ist mit diesem Spiel los? Das ist so krank. Und ich hab... Was ist das? Teil eines Bohrers. Wieso sag ich das so? So, jetzt hier. Tatsächlich. Nein, tatsächlich. Okay, jetzt hänge ich da. Was passiert jetzt? Ah, das ist... Ah. Nicht sehr cool. Dankeschön. Immerhin noch ein Teil eines Bohrers. Sind das jetzt schon alle Teile? Für was brauche ich denn überhaupt? Es sind offenbar drei. Stand da jetzt gerade. Für was brauche ich einen Bohrer? Vielleicht finde ich hier den dritten Teil. Das ist jetzt der letzte Gang. Oh, eine moderne Tür. Mach auf! Genau. Ach komm schon. Der lässt mich nicht rein, diese Schabracke. Und eine Notiz. Blablabla. Wow. Gut, das ist offenbar das letzte Folterinstrument. Das ist die eiserne Jungfrau. Muss ich jetzt hier rein? Ah! Was geht jetzt ab? Nein! Oh, ich will da nicht drin sein. Au! Sobald man sich bewegt, stirbt man eigentlich. Ich will hier raus, lass mich raus, lass mich raus! Dankeschön. So einfach ist das. Oh Mann. Gut, jetzt habe ich den Bohrer. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich damit anstellen kann. Hallo, ich komme. Moment, ein Terrorist? Oh, du Sch... Das ist komisch. Spreche ich jetzt schon mit Statuen? Und hier sieht man schon den letzten Stab. Notiz, die mich nicht interessiert. Irgendeine Figur. Leere Schubladen. Was will man mehr? Okay, los geht's. Trinity, das ist das Dreieck. Kreislauf und der Kreis. Und der Vierphasen-Viereck. Gut. Der Aufzug funktioniert. Wir haben es geschafft, Leute. Wir können hier raus. Okay, es ist hier Blut drin. Vielleicht hat auch einfach jemand Sirup da reingetan. Das wird's gewesen sein. Vertraut mir, Leute. Und ich würde jetzt gern sagen, was uns jetzt da erwartet nach der Aufzugfahrt. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Aber ich glaube, diese Story ist eh bald zu Ende. Deswegen würde ich mal sagen... Wir machen das noch. Das scheint jetzt der Schluss zu sein, oder? Keine Ahnung, noch schnell. Oh, Geld! Ich bin reich! Ist das irgendwie der Tresor, oder was? Ich raube mich selber aus, glaube ich. Aber ist ja egal. Hier ist auch was drin, Geld. Hier ist... Die geht nicht auf, okay.
Na gut, genug getrödelt, zerstören wir diese Bitch. Und jetzt? Ich glaube, das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Und es ist getan. Jetzt ist das Ding offen. Und ich habe ein Stück mitgenommen. Plus der Hebel ist darin. Was für ein Zufall. Okay, los. Lass es uns tun. Lass es uns tun, Leute. Seid ihr bereit für ein episches Finale? Ich jedenfalls nicht. Nee, Spaß. Wir sind eigentlich schon mitten im Finale. Noch mehr rumgerenne. Hm? Wer bist du? Ich sag nicht mal was, aber ich schlage einfach gegen die Tür und das versteht er. Ja, ja, bla bla bla. What the fuck? Das ist nicht unser Vater, oder? Alter. Und er legt mich schlafen. Na toll. Und das war das Ende? Ach komm schon. Das ist das Ende. Ziemlich mieses Ende irgendwie. Wir konnten unseren Vater offenbar nicht aufhalten, er ist unsterblich geworden. Und den Rest habe ich auch nicht ganz gepeilt. Aber hey, die Custom Story war echt gut. Hatte einige gute Schockmomente und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn das so war, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Ich habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde diese dritte Folge aufgenommen. Ich hoffe, die wird nicht so lange jetzt hier auf YouTube sein. Ich werde es vielleicht ein bisschen zurechtschneiden und so. Danke an alle, die bis jetzt mitgeguckt haben. Das war wirklich ein geiles Let's Play, wie ich finde. Hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.